Und der nächste Punkt, und das ist, glaube ich, der wichtige, und das ist die Botschaft auch von heute, jeder und jede kann einen Beitrag leisten. Wir haben über 50 Millionen Haushalte in Baden-Württemberg. Die Zahl zeigt, wenn dort diese Einsparungen jetzt mit umgesetzt werden, dann hat es einfach einen großen Effekt, ne? Also wenn wir da alle gemeinsam handeln. Und ich möchte noch dazu sagen, was uns ja vor allen Dingen bevorsteht, ist die Preisexplosion. Und mir geht es auch darum, dass für die Bürgerinnen und Bürger noch mal klar wird, wie kann ich einsparen, um auch finanziell meinen Geldbeutel einigermaßen so zu schonen, dass man durch den Herbst und Winter kommt. Das darf man ja nicht vergessen. Das ist ein Riesenthema für viele, die sich gerade Sorgen machen. Aber die positive Botschaft ist, wir können vor die Lage kommen, wir können bis zu 20% Gas einsparen und nach den jetzigen Szenarien, so wie die jetzt aussehen, kann man klar sagen, dann werden wir das hinbekommen. Aber es geht nicht nur um einen, es geht um zwei Winter und es muss das Ziel sein, dass wir auch in diesem Herbst und Winter nicht die Speicher, die jetzt mühsam befüllt werden, komplett leeren müssen, weil dann haben wir schon im nächsten Winter das Problem erneut und deswegen brauchen wir da jetzt gute Lösungen, die uns diesen und kommenden Winter helfen. Und